Ein voller Magen für kleines Geld, das verspricht die Reste-App Too Good To Go ihren Nutzern. Ist eigentlich eine super Idee. Damit kann man alles übrig gebliebene Essen und andere Lebensmittel zu Dauerniedrigpreisen kaufen. Nach der Diskussion um die Tafeln in Deutschland wollen nun viele wissen, ob das vielleicht eine Alternative sein könnte. Dieses würdelose Schlange stehen für Lebensmittel, das ist dann eben auch kein Thema mehr. Aber was leistet tatsächlich so eine kostenlose App? Eike Lauterbach aus Leipzig ist überzeugte Tafelgängerin. Seit einem schweren Verkehrsunfall vor 15 Jahren ist die gelernte Dolmetscherin zu 70% schwerbehindert, lebt von 416 Euro Hartz IV Regelsatz. Ihr Tagessatz für Essen und Trinken beträgt weniger als 10 Euro. Heute will sie die Schlange an der Tafelausgabe mit der kostenlosen Reste-App Too Good To Go eintauschen. Mit der soll die 41-Jährige bargeldlos Resteangebote von Restaurants und Geschäften zu verbilligten Preisen einkaufen können. Also die Preise variieren zwischen 2 Euro und 4,50, was ich jetzt so gesehen habe. Und was man jetzt bekommt, weiß ich nicht. Ich denke vielleicht ein Menü. Also mich würden vor allem die asiatischen Sachen interessieren und die Bäckersachen. Ihre erste Anlaufstelle ist ein asiatisches Restaurant. Dafür hat sich Eike zuvor für das verbilligte Mittagsmenü per App angemeldet. Zahlt nun 3,90 Euro statt 8,90 Euro für ein All-You-Can-Eat-Buffet zum Mitnehmen. Die Kassiererin bestätigt das Angebot und Eike darf nach Herzenslust auswählen. Prinzip sehr gut, also sehr reichhaltig, sehr vielfältig auch. Man hat eine große Auswahl und ich denke, man findet auf jeden Fall was, was einem zusagt. Für unter 4 Euro bekommt sie ein komplettes asiatisches Mittagsmenü und spart auch noch 5 Euro. Als nächstes führt die App sie zu einem Bistro. Hier zahlt sie bargeldlos 3 Euro statt 6,50 Euro für ein übrig gebliebenes Mittagessen. Schnitzel mit Kartoffeln und Blumenkohl. Der Bistro-Inhaber ist Partner der Reste-App. Da hat jeder die Möglichkeit, für sehr, sehr wenig Geld, in unserem Fall sind das 3 Euro, ein Essen zu erwerben, welches sonst im normalen Tagesgeschäft 8, 9 Euro kostet. Und denke mal, das ist ganz fair. Und für uns ist das dann auch besser als weggeworfen und für den, der es kauft, sowieso. Anschließend geht's kurz vor Ladenschluss zur Feinbäckerei. Hier bekommt Eike eine volle Tüte mit Backwaren und Konditoreileckereien zum Festpreis von nur 3 Euro. Sie spart so mindestens 2 Euro pro Einkauf. Ja, ich finde das ganz toll, wenn gerade welche, die halt nicht so viel Geld haben oder eine WG oder eine große Familie, und sich dann halt diese Tüte abholen können, ist für sie, also für ihren Portemonnaie, denke ich, ganz gut. Und für die Firma auch ganz gut, dann wird nicht so viel, also geht nicht so viel zurück. Zwei warme Mahlzeiten und eine volle Brottüte für 9,90 Euro. Ist die Reste-App tatsächlich damit eine Alternative zur Tafel? Zur Tafel wäre es für mich überhaupt keine Alternative, weil es preislich einfach völlig unattraktiv ist. Das Problem ist eben, dass man als beispielsweise Sozial- oder Hartz-IV-Empfänger ein bestimmtes Budget fürs Essen zur Verfügung hat. Und das würde das Budget bei Weitem sprengen. Also man käme damit nicht zurecht. Sie sagt, bei der Tafel ist das Angebot vielfältiger. Frisches Gemüse, Käse, Obst und auch mal Blumen. Und es ist bis auf eine kleine Gebühr meist kostenlos. Dafür nimmt sie auch die Schlange in Kauf.